Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Hinterkaifeck Diego. Ja, es ist soweit. Der Gerst ist arrive. Ich muss dazu sagen, das ist aber schon das zweite Mal. Also, jetzt nicht Gerste, sondern beim ersten Mal war Raps. Nee, Blödsinn, Weizen war. Raps ist das nächste, was ich machen will. Ja, wir haben leider schon späten Sommer. Wo ist mein Dreschkasten? Wir haben noch den Original-Dreschkasten vom Anfang. Ja, man muss halt kleine Brötchen backen, ne? Wir können uns ja nicht immer alles auf einmal leisten und so, ihr kennt das. Der LS ist ja genauso wie der Real Life, ne? So, wir klappen die Türchen schon mal auf. Wir haben uns ein bisschen was geleistet, haben wir uns. Das steht schon beim Händler. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber ich habe es einfach mal gekauft. So, ich glaube, hier zwirren wir erstmal direkt anderen lang, oder? Sonst checkt er das eh nicht mit den Bäumen. Naja, wir zwirren erstmal hier direkt einen lang. Wir gucken mal, wie weit er kommt. Stell dich mal hier vorne hin, sag mal, Dings hier, Abfahrt. Will er nicht, okay. Dann von Hand. So, und jetzt Abfahrt. Macht mir schön Strohspaten. Ich habe letztes Mal Stroh verkauft wie ein Halbgott. Das Blöde ist nur, dass mein Anhänger erst auch viel zu klein war. Nach dem ersten Mal Strohballen verkaufen hatte ich dann aber so viel Geld, dass ich mir so eine automatische Ballensammelgabel gönnen konnte. Mit der ging es dann relativ einfach. Also dann, wenn die wirklich exakt alle drei übereinander stehen, kriegt man die auch auf dem viel zu kleinen Anhänger wunderbar drauf. Also ist noch links und rechts Platz nehmen sogar. Aber von Hand, Leco Funny. Was bin ich da rumgeturnt hier? Aha, und das hier habe ich auch ausprobiert. Ne, ihr seht, diese eine Reihe Raps, also eine Sämaschinenbreite, ist verdorrt. Und zwar hatte ich das im Frühling angebaut, im ersten Jahr sofort. Stand zwar nicht, dass es geht, aber ich habe es einfach mal gemacht und es geht nicht. Ihr merkt das, ne? Diesen Raps hier vorne, den habe ich im Herbst letzten Jahres gesät. Und dieses Jahr wird er geerntet. Ne? Ich weiß nicht, ob das unser Vater damit früher mal meinte, mit zweijährigen Raps. Weil wir haben, also Raps kam halt selber wie Stoppelrüben. Ne? Also so wie jetzt hier auch, ne? Der Weizen kommt weg oder die Gerste kommt weg. Wir hatten damals viel Roggen, weil wir halt das Stroh brauchen für die Pferde. Und lohnt sich aber nicht mehr Roggen. Roggen ist nicht gut Geld. Ich glaube, mein Onkel baut jetzt Tritikale an. Und kauft dann Roggenstroh von den Holländern. Jetzt ist es total strange, ne? Ja, aber so ist es nun mal. Und wie gesagt, und nach dem Getreide quasi kamen Rüben. Und deswegen hießen die auch Stoppelrüben. Oder Silorüben. Also keine Runkeln, ne? Also diese fetten gelben Viecher. Sondern kleine Rübchen zumindest. Stoppelrüben. Ja, und dann irgendwann lohnte sich das aber auch nicht mit den Stoppelrüben. Das war sehr viel Arbeit und man braucht da so einen kleinen Rübenpflücker für. Das hat ewig gedauert, so ein Einreigen. Das ist ein ganz lustiges Ding. Der hat die. Das waren so kleine, spitze Rübchen. Schwer zu schreiben, so ein bisschen bläulich. Ich glaube, da wird auch dieser Zuckerrüben. Saft, vielleicht kennt das so eine gelbe Verpackung, ist so eine schwarze klebrige Masse drin. Und das wird aus diesen Rüben, glaube ich, gewonnen. Wir als Kinder haben die auch pur gegessen. Ne? Also man ist, ja, nicht, also nee, wie Meerrettich kann man nicht sagen. Also es schmeckt schon sehr nach Knolle. Also es schmeckt so, wie das Knollensilo riecht. Ja, so ein bisschen, so kohlartig, ne, schmeckt das. Ein bisschen scharf, aber was ist denn nochmal? Wo war denn süßer? In der Mitte der Kern war das Süßere oder außenrum das Fleisch war süßer? Das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Das ist schon zu lange her, dass ich mir mal eine Stoppelrübe aus der Erde gezogen habe und hab die geköpft. Wir hatten früher immer Taschenmesser in der Tasche. Immer. Wenn du an so einer Rübe vorbeikamst, dann wurde die geköpft. Nee, aber wie gesagt, das kriege ich auch nicht mehr hin. Auf jeden Fall. Lohnte sich das nicht mehr mit diesem einreigen Rübenpflücker und auch Rübenhacken und alles. Das war ein riesen Tatar, ne? Also was diese kleinen Rübchen, was die für eine Arbeit machten. Und das Interessante war, man hat diesen Rüben, also mit Blatt, ne? Man hat die komplett so genommen, wie die war.
hat das Laub quasi an der Knolle dran gelassen. Also der Rübenpflücker konnte ja auch nichts anderes, ne? Der hat hier quasi am Laub rausgezogen. Und dann wurde das so auf den Haufen geschüttet, ganz hoch geschoben, so hoch wie der Frontlader nun mal schob zu der Zeit. Ich frage mich nicht, wie hoch das war. Das war damals schon ein gigantischer Berg. Und dann Plane drüber und dann ist das ineinander gefallen. Das ist nacheinander gefallen. Das war kein Meter mehr hoch. So ein flach, da war nur Wasser drin. Und dann die ersten Jahre durfte man das ja so auf dem Acker machen. Später musste man, damals schon, vor 30 Jahren, musste man da schon eine Siloplane drunter tun und ein Auffangbecken bauen. Und dann musste man einen Zaun um das Auffangbecken drum machen, könnten ja Kinder reinfallen und. Da musste man sicherstellen, dass man es abpumpt. Und ja, da hat mein Onkel lang gesagt, machen wir nicht mehr. Ne? Dann gab es quasi Rapssilo. Und das ist dieser Raps, und deswegen sagt mein Papa, der zweijährige Raps, weil so einen Raps habe ich als Kind nie gesehen. Der Raps, der wurde weit vor der Blüte einfach siliert. Der kam gar nicht zum Blühen. Der kam halt genau wie die Stoppelrüben. Nach dem Stoppeln wurde der Raps angesät und im Herbst war der schon wieder Geschichte. Ne? War aber genauso eine Scheiße. Also das fiel auch komplett ineinander, da lief nur Wasser raus. Auch ein paar Jahre gemacht, da gab es wieder genauso Getöse, auch Plane drunter, Auffangbecken bauen und. Und also die Kühe haben es gerne gefressen. Ich weiß jetzt nicht, was da für Nährstoffe drin saßen. Also die Kühe brauchen ja ganz viele verschiedene Nährstoffe. Was da jetzt drin war, was für die Kuh so gut war, weiß ich nicht. Mein Onkel war auf jeden Fall ein bisschen traurig. Ne? Weil, also erstens, die Kühe haben es gerne gefressen und das muss wohl auch gut gewesen sein für die Kühe. Also ich weiß nicht genau. Ich habe da mich damals nicht für interessiert, was da drin ist quasi in dem Futter oder was da drin sein muss. Ne? Weiß ich heute auch noch nicht wirklich. Ne? Ich weiß nur, dass Pferde nicht zu viel Eiweiß haben dürfen. Aber wie viel Eiweiß da jetzt drin ist in so einem Dings, ne? Keine Ahnung. Jetzt hat er das Rapsmesser angebaut. Oh, er macht noch weiter. Das ist auch schon ein paar Mal. Ach, er macht nicht mehr weiter. Ja, das ist so Giants, ne? Das ist so Giants. Ja. Der Sound ist so schäbig, ne? Mann, ey. So, ja, du kannst dich jetzt ausmachen. Kannst dich jetzt hier hinstellen. Wir müssen dich jetzt erst abbunkern. Weil du hast ja den Raps berührt und deswegen gehst du jetzt nicht. Ja, er steht hier schon abflugbereit. Das können wir eigentlich auch mal eben zwischendurch machen. Weil das Güllefass habe ich mir überlegt, brauche ich nicht. Dann nehmen wir uns, gönnen wir uns mal ein anderes. Gucken, vielleicht da müsste auch noch ein Anhänger stehen jetzt. Im Händler, ich habe mir nämlich einen größeren Ballenwagen gegönnt. Nicht nur für Ballen kaufen, auch für Palettenware. Ne? Also ich habe mir überlegt, ich werde wahrscheinlich dann Big Packs kaufen, Dünger auf jeden Fall. Saatgut tendiere ich immer noch komischerweise zu der guten alten Saatgutpalette. Frag mich warum, ey. Ich weiß es nicht. Ich macht heute, glaube ich, auch nicht mehr. Ja, cool. Die ganz kleinen, klar. Ich weiß noch, früher so ein Tütchen Raps. Das war ja nicht viel größer wie eine Mehltüte. Also, ich sag mal, wie so eine 2 Kilo Mehltüte. Größer ist so ein Tütchen Rapssamen nicht. Und da brauchtest du nicht viele Tütchen von. Da hast du da, was weiß ich, da. Wir sind nicht mit einer vollen Sämaschine losgefahren damals, da war nicht viel drin. Das sind ja auch nur so Rapskörner, die sind ja so, ja, schon größer als Mohnkörner, schon, aber, ja, doch schon eine ganze Ecke größer als Mohnkörner, aber so ungefähr, ne, dass ihr so eine Vorstellung habt. Geht mehr so in Richtung Sesamkorn, aber halt nicht länglich, sondern kugelrund, wie ein Mohn-Dings. So sind Rapskörner. Ja, und dann hat man da unten was drin verteilt in der Sämaschine und da kamst du dann auch erstmal mit hin, ne? Mal gucken, was wir hier von verkauft kriegen. Den Trecker würde ich doch noch gerne behalten, weil ist mein färgstes Stärkchen. Im Fall. So.
Das war klar. Du willst als erstes den Trecker verkaufen. Nein, wir verkaufen das Güllefass. Das brauche ich im Moment noch nicht und mir ist es eh zu klein auch, ne? So, und wir verkaufen the Driller. Ey, da müsste aber noch Saatgut drin sein, ne? Kriege ich das gut geschrieben? Ist das gut? Ich weiß gar nicht. Nur normal ja, ne? Ich glaube, man kriegt das gut geschrieben. Ich hätte es leer machen müssen. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr daran denkt. Ah, ich muss unbedingt auch noch ein Kommentare-Video machen auf meinem Zweitkanal. Ich habe am Samstag ein bisschen auf Twitch gestreamt. So ein bisschen rumgeblödelt. Ich wollte halt ein bisschen was machen und mir war langweilig. Und ich wollte auch ein bisschen was ausprobieren noch. Und dann habe ich dann gestreamt. Und da habe ich dann unter anderem auch die ganzen YouTube-Video-Fragen mal beantwortet. Aber irgendwie ist dieses, also es ist nicht viel gesperrt. Wegen Tonspur, ne? Also der meiste Teil der Tonspur. Lass mal gucken, wie das Ding hier aussieht überhaupt. Ob das Modell überhaupt akzeptabel ist. Scheint aber zu gehen. Ich habe dann mal auf 4 Meter aufgerüstet, ne? Ich wollte es euch mal sagen. Soll ich denn den Anhänger auch direkt mitnehmen? Eieiei. Oh. Und dass der Kramer sieht. Unser Polizist, ne? Das mit 4 Meter breit ist nicht das Problem. Die Vorderachse ist komplett überlastet. Das Ding darf nicht in hier in die Fronthydraulik rein. Ja, der macht das sogar. Der geht nicht mal hinten hoch. Oh, ich sehe aber. Oh doch. Er hat zu kämpfen. Dann nehmen wir den Schweineanhänger mit. Da drückt die Deichsel den hinten mindestens ein bisschen runter. Aber erwischen lassen darf ich mich damit trotzdem nicht. So. Los, komm, wir fahren nach Hause. Was? Oh, mein Gott. Hoffentlich sieht uns keiner. Guckt dieses Video wohl einer? Oh mein Gott, wenn dieses Video einer sieht. Nee, das wollte ich gar nicht sagen, wegen Video. Ich muss unbedingt auf meinem Zweitkanal. Ich habe mir überlegt, ich mache das mal auf meinem Zweitkanal. Weil, ich glaube, der Manfred war es. Der hat da einen halben Roman da reingehackt. So viel Tags. Das konnte ich im Stream gar nicht alles vorlesen. Das war ja Wahnsinn. Ich muss das alles nochmal in Ruhe durchlesen. Das ist auch so ein bisschen verloren gegangen. Da mache ich ein eigenes Video drüber. Also jetzt nicht nur über seinen Kommentar, sondern allgemein mal über diese ganzen... Wolalalala. Gut, ist das keiner wie. Machen wir mal ein Video drüber, auf jeden Fall. Das habe ich mir fest vorgenommen. Das war was Schönes für meinen Zweitkanal, dass das nicht ein reiner Auspacksender wird, ne? Ich meine, ich habe genug Zeug hier stehen zum Auspacken, so ist es nicht. Aber wir müssen ja nochmal auch was anderes senden. Ne? Und das bietet sich ja an, dafür kann mein Zweitkanal ja durchaus benutzen. Auch wenn es dann quasi um Kommentare im Hauptkommentar geht, im Hauptkanal geht. Aber die meisten interessiert es ja auch gar nicht. Also die meisten, die wollen halt ihre paar Minuten Unterhaltung haben oder manche auch nicht mal das. Und dann ist ja auch schon gut. Ne? Die wollen sich ja nicht irgend so ein Laber-Video angucken. Und deswegen denke ich, ist das auf meinem Zweitkanal ganz gut platziert. Ne? So. Ja, kann ich also den M-Betrag, den kann ich jetzt direkt bei Opa Johann abliefern. Ne? Der soll wohl Ackschaden haben. Och ja, komm, jetzt stellen wir noch da hinten. Ich weiß gar nicht, wo die alte Sämaschine gewohnt hat. Ich hatte die letzten Geräte alle hier hinten hingestellt. Genau. Gemist gestreuert habe ich. Stellen das einfach hier. Das müsste ja noch passen. Ich hoffe, dass der Dreschkasten da noch neben passt. Vorne. Oh, die Schema auch nicht passen. Warum passen denn? Ich hätte auch gerne noch einen anderen Trecker, weil ich das Modell passt halt nicht mehr wirklich in den LS19er rein. Ne? Ist halt ein altes Modell, es ist liebevoll gemacht, also keine Frage, aber ja, der heutige Standard, also die haben eine Schuppe draufgelegt, das kann man nicht anders sagen. Aber es ist halt das stärkste Pferd im Stall. Ne? Ich brauche für meine dicke Glasballenpresse brauche ich so ein Monster. Ne? Und es gibt ja nichts anderes. Man muss ja quasi so einen nehmen. Steht aber auch in
In jedem Stall steht aber auch hier irgendein. Wo fährst du warum über die Pumpe? Warum das denn? Gibt das extra Geld, wenn man über Pumpen rüberfährt? Hier mein Wasser muss ich noch einstellen. Hier. So, wie sieht es denn hier aus? War da nicht auch die Sämaschine? Auf jeden Fall ist dieser Lokschuppen hier prädestiniert dafür, einen kleinen Schweinetransporter zu sich zu nehmen. Jetzt müssen wir noch die Anhängerfrage klären. Ich glaube, den Anhänger muss ich erst umbauen. Oder? Ich bin das letzte Mal, habe ich den Anhänger die ganze Zeit mit einem Fiat gezogen. Fand der Fiat nicht witzig, ne? Kann der noch irgendwas mitnehmen zum Shop? Weil der soll die Schippe mitnehmen zum Shop. Der sollte eigentlich los. Das Zeug holen. Und jetzt sind wir den Deutz erstmal für den Anhänger. Oh, das Video ist auch schon wieder zu Ende, YouTube. Dann nehmen wir erstmal den Deutz und dann hängen wir erstmal den Standard-Drehschemen-Anhänger dahinter. Müssen wir eben kurz umbauen, ist immer nicht so das Thema, das geht ja schließlich so schnell gemacht. Eben die Planken da eingehängt. Ja, und dann das war's dann im Prinzip schon. Dann müssen wir gucken, ob wir uns im nächsten Video ein bisschen besser strukturieren. Ich bin im Moment sehr unstrukturiert. Es geht alles ein bisschen holter die Polter hier. Was nehmen wir denn mal als im Thumbnail muss man auch ganz schön aufpassen. Ne? Das hatte auch einer im Twitch-Team gedacht. In einem Video, wo ich mein Mikrofon eingestellt habe, habe ich nur irgendwas für einen Soundcheck geschrieben und hatte aber nicht mal ein richtiges Thumbnail gemacht, sondern einfach nur irgendein Bild aus dem Video. Das ist, wenn er nach dem Video, wenn er mal halt stopp, du musst erst umbauen. Diego, du musst erst umbauen. Oh, muss das alles noch im Video sein? Oh Mann, ey. Was wollte ich denn sagen? Ich habe den Faden verloren. Was hat er in den Kommentaren geschrieben? Ich weiß es nicht mehr, Video. Ich bin schwach. Ich kriege auch wieder mein Geld drum, glaube ich. Wir machen im nächsten Video weiter. Ich versuche besser zu werden, ja? Habt euch lieb.